Sachsen-Anhalt ist sicher. So begrüßte die Landesministerin für Inneres und Sport, Tamara Zieschang, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Unternehmerabend in der IHK-Geschäftsstelle Harz. Knapp 100 Gäste sind der Einladung nach Wernigerode gefolgt. Die Ministerin hielt am Abend den Gastvortrag über Rechtspflege und Rechtssicherheit in Sachsen-Anhalt. Die Entwicklung von Kriminalität, Statistiken und Tendenzen zur Jugend- und Internetkriminalität sowie Zivil- und Katastrophenschutz werden von ihr erläutert. In der anschließenden Diskussion schildern einige Gäste persönliche Erfahrungen mit Kriminalität und hoffen auf ein offenes Ohr der Politikerin. Wir sind in Sachsen-Anhalt seit Jahren unter 200.000 Straftaten, haben mit 56% eine gute Aufklärungsquote. Und es wird immer Kriminalität geben, solange es die Menschheit gibt. Aber wir sehen natürlich polizeilich sehr, sehr genau hin. Das heißt, auch wenn wir in der Summe sicher sind, gibt es auch in Sachsen-Anhalt Straftaten. Und die versuchen wir sehr erfolgreich zu bekämpfen. Trotz des schwierigen Themas sieht Ralf Grimpe als Geschäftsführer der Geschäftsstelle Harz die positiven Seiten der Veranstaltung. Sehr positiv ist, dass sich hier die Wirtschaftsvereinigungen aus dem Landkreis Harz gemeinsam versammeln, austauschen, diskutieren und auch der Ministerin mit auf den Weg geben, wo sie in Sachen innerer Sicherheit sicherlich auch noch einiges verbessern kann, damit Wirtschaft hier auch gut funktionieren kann. Und damit erfüllt die Industrie- und Handelskammer Magdeburg mit den beiden Geschäftsstellen Harz und Altmark ihre Aufgabe für die Unternehmen des Landes. Das ist ja sozusagen unsere Kernkompetenz, Netzwerke zu bilden, die mit der Unternehmerschaft gemeinsam zu diskutieren, worum müssen wir uns kümmern. Und so bekommen wir auch mit, was sind denn die Schwerpunkte, die wir dann auch wiederum in den Fokus nehmen müssen, um die Unternehmerinteressen zu vertreten gegenüber der Politik. Und darum ist natürlich auch so ein Abend mit einer Ministerin eine sehr gute Gelegenheit, dann auch im direkten Gespräch manche Dinge zu klären, manche Dinge auf den Weg zu bringen und aufzuzeigen, wo wir auch für unternehmerisches Handeln Unterstützung aus der Politik benötigen. Hier in Wernigerode sind daher nicht nur Gäste aus der Stadt oder dem Landkreis. Auch Mike Eli ist vor Ort und sieht sich als Vorsitzender des Wirtschaftsclubs Aschersleben als Teil des Harzes. Wir sind das Tor zum Harz. Ja, wenn wir, ich sag mal, vom Osten her kommen, sehen wir den Brocken. Ja, ich sag mal, mittlerweile vermissen wir den Wald, den wir früher öfters gesehen haben. Also wir haben schon eine Verbundenheit dahin. Und deshalb glaube ich fest daran, dass wir das Osttor des Harzes sind und dass man durch Aschersleben gut in den Harz reinkommt. Hier über das Netzwerk sind ja auch für mich drauf zugekommen. Ich sag mal, ähnlich ist es ja auch. Berichte ich gerne über das, was wir machen. Wir haben ja mehrere Pilotprojekte in Aschersleben. Dafür gibt es hier ein Netzwerk und das wollen wir nutzen und deshalb komme ich regelmäßig gerne her und man trifft immer wieder, ich sag mal, freundliche Gesichter und man hat immer einen guten Austausch. Und so endet der offizielle Teil des Unternehmerabends und die Gäste können sich dem Erfahrungsaustausch und Netzwerken untereinander widmen.